Sag ich auch, passiert mal auch jeden Tag. Ohne Google Maps bin ich auch komplett. Alpha hat noch keine Erfahrung. Hier auch, ne? Haben wir eine Packung? Dr. Braunbär, dreht durch! Ho! Hui! So, gucken wir uns das mal an. Plus Livestream. Entschuldigung, ich habe von Dr. Braunbär habe ich halt, der hat mir heute Medis gegeben und ja. Also waren leider die falschen, ne? So oder andere Events nicht mehr verpassen wollt, joint auch gerne meinem Discord. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand und ja, ist unten verlinkt und viel Spaß. Plus, ne? Könnten Sie uns zeigen, Wunder? Was Sie bei einem echten Rettungseinsatz Schrift. Machen? Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Kannst du mir deinen Namen nennen? Nein, möchte ich nicht. Es ist immer so, das finde ich halt immer so schwierig, so, ne? War auch mal so im Krankenhaus, ne? Und lag dann, also vorher lag ich auf der Straße, weil ich so umgekippt bin durch das Wetter. Und da wollten die auch alles von mir wissen. Da habe ich gesagt, passen Sie auf, das ist Datenschutz, ich kann Ihnen noch nicht alles hier geben. Da wollten sie sogar meine, müsst ihr euch mal reinziehen, meine Krankenkarte haben. Krankenkassenkarte wollten sie haben. Habe ich gesagt, gibt's nicht, Datenschutz. Suchen sich ihre eigene, aber ich gebe meine Krankenkassenkarte nicht ab. Ne, habe ich alles verweigert. Ne? Die wollten meinen Namen wissen, habe ich gesagt, gibt's nicht, Datenschutz. Ja, und dann haben sie mich da liegen gelassen und haben gesagt, ja, viel Spaß beim Sterben. Habe ich gesagt, okay, passen Sie auf, ich bin der Günther. Bin 21 Jahre jung und heiße Detlef. Ja, und danach haben sie mich behandelt. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Das ich glaub, war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Euer erstes Abenteuer ist, diesem Balken den reißenden Fluss zu überqueren. Fertig? Aber es ist nicht windig und auch nicht Nacht. Du musst so tun, als ob... Das ist doch wieder so ein liebes Kind. Entschuldigung, ich meine Schlawiner, ne? Schlawiner. Das ist wieder so ein Kind, wo ich mir so denke, ab in die Babyklappe, ne? Bis das Kind 18 ist. Wurde mit mir übrigens auch nie anders gemacht. Ja, er hat's gesagt, reiß noch los. Pepper und Luzi liegen in ihren Schlafsäcken. Hallo, heute habe ich das Baumlachen für euch. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. Also, habe ich das Baumlachen für euch? Hallo. Boah, Alter. Da ist es wieder. Große Sportler springen da drüber. Etwa so. Boah, das hab ich gehasst. Das hab ich wirklich gehasst, ne? Also, ne, das, da war ich immer krank, ne, also nicht nur selig, sondern körperlich immer krank. Nee, mir geht's heute nicht so gut. Bist du schon mal einem Dinosaurier durch die Beine gekrabbelt, Opi-Mümmel? Oh ja, einmal als ich gerade im Dschungel spazieren ging, bin ich mitten in der Dinosaurierwelt gelandet. Ja, sag ich auch, passiert mir auch jeden Tag. Ohne Google Maps bin ich auch komplett... Alpha hat noch keine Erfahrung. Hier auch, ne? Haben wir eine Packung Kekse? Genau. Nein, aber ein blaues Spielzeugtelefon. Wollte irgendwas sagen, ich weiß nicht mehr was. Wie viel kostet das denn? Das macht genau 100 Euro, bitte. Braucht man das? Nee, Digi. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja. Bereue ich das? Ja. Na. Boah, ich kenne das selber, ne? Man hat so übelst viel Geld. Also, das kenne ich nie, aber man hat so Geld gespart, ne? Und. Man wollte sich damit was holen, dann holt man das irgendwie doch nicht, weil man hat was anderes gesehen und dann holt man das. Und dann denkt man sich, wieso hat man das? Also, ich habe zum Beispiel für die Xbox, ich habe die neue, ja, die sieht aus wie ein Kühlschrank, ne? Ist aber keiner, ne? Habe ich zuerst Geld gespart, 2 Monate, dass ich mir die neue Xbox holen kann. Dann habe ich mir was anderes geholt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was habe ich mit den 500 Euro was anderes geholt. Dann stand ich so da und dachte mir, alles klar, muss ich jetzt wieder sparen, 2 Monate. War total dumm. Warum mache ich das? Warum? So weit weg. Boah. Ich sehe Oma und Opa. Guck, Schorsch. Wir rufen an. Hallo? Oh. Opa, wo? Was ist denn das? Kabellose Telefone, okay. Krass. Ja, das ist die Zukunft, ne? Also, ja, das ist krass. Also sehe ich immer mehr Leute draußen so irgendwie, die haben so oft Telefone in der Hand, das wundert mich immer, ohne Kabel. Ich habe den letzten Mal auch jemanden in der Bahn so gefragt, wo ist denn das Kabel? Ist das hier irgendwo in der Bahn mit verknüpft? Putz, wir sind auf Burg Wetterstein und sehen euch. Noni!
Fertig, los! Oh! Luisa Löffel führt. Oh je, Peppa und Luzi liegen weit zurück. Lauf! Ich hab auf dich gewettet, ein Euro, dass du verlierst. Peppa und Luzi sind die Letzten. Nein! Im Garten ist irgendwo ein Schatz vergraben. Papa, hilfst du mir? Na klar, Peppa, ich bin sehr gut in sowas. Ist wirklich kompliziert. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Ich weiß genau, wo wir sind. Nur, dass diese Straße anders... Wir müssen den Ring zerstören, Mann. ...aussieht als auf der Karte hier. Dann sag ich doch, Ring, ich hab's euch gesagt. Papa Wutz, du hältst doch den Plan verkehrt rum. Ja, dachte ich mir schon. Wollt ihr einen Tipp? Ja, nein, bitte. Nein, nicht von der euch. Der erste Brief ist in einer Flasche. Aber wo ist die Flasche? Ich kann sie sehen. Geiler Tipp, richtig geiler Tipp. Ey, soll ich euch mal einen Tipp geben? Da, wo das Kreuz auf der Karte ist, da ist der Schatz versteckt. Ist das bescheuert, ey. Ist endlich! Möchten Sie auch bei der Tombola mitmachen? Nein. Gerne. Nein, habe ich Was gesagt. Was muss ich tun? Ziehen Sie sich einfach einen Preis aus dem Fass. Jeder ist ein Gewinner. Nani? Geil. Ja, nee, ganz normales Video, würde ich sagen, ne? Hey, ich war auch schon mal im Mordor, ne? Man muss ja echt sagen, man kann im Mordor sehr gut Urlaub machen. Gerade wenn man scheiße aussieht, man braucht auch keine Angst haben, dass die Orks, also die haben mich gleich in die Familie mit aufgeschlossen. So, hey, du bist auch ein Ork, so. Ich hab so, zuerst dachte ich so, scheiße, ich muss ja bestimmt eine Maske aufziehen, so eine Rüstung, dass die mich nie... Dass sie nie erkennen, dass ich eigentlich, ein Mensch bin und, es ging einfach ohne Maske, ohne Rüstung. Haben die mich sofort in die Familie mit aufgenommen, ne? Wurde ich Stammeshäuptling. Ja, und jetzt habe ich einen Sitz im Mordor, ne? Jetzt habe ich mir da gerade ein Stück Land geholt und baue da, mein nächstes Haus, ne? Aber sie sind nett. Also kann ich euch empfehlen, Mordor ist immer schön warm, immer was los, ne? Man trifft hier und da mal Aragorn so, fragt so, ey, wie geht's dir, Kumpel, so, was hast du vor? Adler habe ich auch schon da getroffen. Ganz cool. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss.